Scheiße, da war es wohl der Schläfer, der mir die Fesse zerfickt hat. Aua! Das, du elende Missgeburt, und nimm den alten Sack in deine Scheißdimension. Fick das World Ocotic Forum, ihr blöden Wichser, ihr so ja Junge. Wir hatten den Ritt aus unserem Leben verbannt. Wir hatten den alten Sack mit dem Schläfer, dem Schöpfer des Ritts, in seine Dimension verbannt. Die Barriere brach. Die Gefangenen entkamen. Hunderte homosexueller Sexualstraftäter stürmten die Insel Korinis und befolgten den letzten Befehl des allmächtigen Schläfers. Reitet. Reitet nun. Doch die Botschaft, die der alte Sack in der Kolonie verbreitete, fand ihren Weg nach dem Fall der Barriere über die Grenzen Korinis hinaus. Die Botschaft von Gleichheit und Demokratie. Sie erreichte das Festland. Und König Roba, nun geläutert von seinen bigotten Sünden der Menschenverachtung, sandte die Paladine auf die Insel Korinis, um den letzten Ort ewig gestrigen Rechtsextremismus von seinen Sünden zu befreien. Es herrschen nun neue Machtverhältnisse auf Korinis. Ein neues Banner weht über den Toren der Stadt. Ein Banner der Inklusion und der Toleranz. Die Zeiten haben sich geändert. Doch lange ist nichts so friedlich auf der Insel, wie es scheint. Unruhen machen sich breit. Unruhen des Ritts. Das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichst? Niemandem zeigen darfst, die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du übern Tellerrand sehen, alles bunt. Musst nur ein Stückchen weiter gehen, ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen. In Regenbogenfarben, wir wollen sie überall. Regenbogenfahnen, komm, komm, lass die Welt erstrahlen. In Regenbogenfarben, man sieht sie überall. Regenbogenfahnen. Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Sie haben sie alle durchgefickt. Sie sind nachts auf meinen Scheißhof und haben sie einfach durchgefickt. Scheiße, noch eins. Fuck. Scheiße. Was? Was ist Bauer? Jetzt erzähl doch mal, was passiert, damit wir dir auch helfen können. Die Schafe. Diese verfickten, entflohenen Stefflinge haben meine Schafe gefickt. Meine Schafe, Alter. Schafe. Deine Schafe, ja? Sie haben sich an deinen Schafen vergangen? Ja, aber nur die Hameln. Sie haben nur die Scheißhameln gefickt, Alter. Nur die Hameln. Was soll das denn heißen? Nur die Hameln? Hast du damit ein Problem, ja? Dein Problem scheint nicht die Tatsache zu sein, dass sie deine Schafe missbraucht haben, sondern eher ihre sexuelle Orientierung, oder? Ja,
Ich meine... Was? Ja. Nein. Ich bin... Hey, die haben meine Schafe gefickt. Ich will, dass die Scheißmilz mir hilft. Was soll das? Du bist ein dreckiger Homophober. Wir leben im zweiten Jahrhundert nach Robert dem Ersten. Du kannst mit deiner homophoben Scheiße sonst wohin gehen. Intolerantes Arschloch. Ich hab ne Idee, wo du zuerst hingehen kannst. In den Knast. Wachen! Lord Andre, meint ihr wirklich, das ist nötig? Er hat doch kein Verbrechen begangen. Natürlich, jetzt sperrt ihn ein. Na los, das ist ein Befehl. Hey, lasst mich los. Was redet ihr da eigentlich für eine Scheiße? Ich will nur Ersatz für meine Schafe. Seid ihr irgendwie behindert, oder was? Ach, Abelist, bist du auch noch. Du widerst mich an. Person, wie du widern mich an. Vielleicht lernst du in der Zelle ein bisschen Toleranz. Bigotter Homophober. Halt doch mal die Fresse, du kleiner Pissar. Wer Schokoladenmenschen bei sich beherbergt, braucht sich nicht wundern, dass wir das ein oder andere Mal vorbeikommen, um uns an ihm gütlich zu tun. Jetzt mach es nicht schwerer, als es ist. Deine Frau muss auch dieses Mal nicht zusehen. Ihr Scheiß-Nazis. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich hab keinen Bock auf eure Scheiß-Nazi-Parolen und den ganzen Scheiß. Ihr seid Scheiß-Rassisten. Warum musstet ihr Ogarczuk verprügeln? Der ist gerade aus Warant vor dem Krieg geflohen, traumatisiert und ihr schlagt ihr hier zusammen. Dem kleinen Affen haben wir's missgegeben. Hab halt keinen Bock auf Überfremdung auf meiner geilen Spritzinsel. Nennt man White Power und so. Hast du noch nie was von gehört? Du Scheißkack! Verpisst euch von meinem Land. Ich finde dieses Zeug, was die Paladier da machen, auch komisch. Ist aber immer noch besser als verkackte Rassisten und Rex-Faschos. Jetzt hab ich die Fresse voll, du beschissener Volksverräter. Na, wie schmeckt dir das? Bitte willst auf, noch einen paar Refuganten auf deiner Insel bitte, aufnehmen? Bitte. Jetzt gibt's Schwanz für dich. Jetzt lass mir noch was übrig. Du weißt doch, ich mag's nicht, wenn die vollgefisst sind. Mann, jetzt hör auf! Doch nicht alle stehen den Entwicklungen auf Corinis so gleichgültig gegenüber. Im Kloster der Feuermagier versammelt sich ein Verband besorgter Bürger, der die alten myrtanischen Werte zurück auf die Insel bringen möchte. Sie sind eine Gruppe gemäßigter Patrioten bürgerlicher Feuermagier. Ihr Motto: Alles für Corinis. Für ein Corinis, wie vor dem Zweiten Orkkrieg. Patriotische Grüße, Pedro. Ich muss zu Pyroka. Meister, Meister, ich berichte Neues aus der Stadt. Neues aus der Stadt, Meister. Sei gegrüßt zurück, Darum. Was kannst du uns Neues über die politische Landschaft in der Stadt erzählen? Hat Lord Hagen endlich erkannt, dass wir keine Nazis sind? Es hat sich so begeben, dass die Linksrobarisch-Versiften ein neues Gesetz verabschiedet haben. Es besagt, dass es nun 119 Geschlechter gibt. Und die Paladine wollen in der Miliz eine Quote einführen, in der mindestens 50% der Garnison aus intergeschlechtlichen, intersexuellen oder non-binären Personen besteht. Was? Um so einen Schmarrn können Sie sich kümmern, ja? Wir haben marodierende Sexualstraftäter aus der Minenkolonie, die das Land fluten und sich an unseren Bauern vergehen. Ein korinischer Rentner muss Pfandkrüge sammeln gehen, weil seine Rente nicht ausreicht. Er hat sein ganzes Leben lang gearbeitet. Und das ganze Geld geht in diese komische neue Genderideologie. Das ist doch ein Schmarrn. Das kann's doch nicht sein. Ich war auch sehr besorgt. Aber als ich Lord Hagen darauf ansprach, nannte er mich einen ewig gestrigen Rechtspopulisten und drohten mir, mich am Anschlagbrett der Stadt zu kankeln. Sie haben mich einen transphoben Fascho genannt, Meister. Ich verstehe das nicht. Ich will doch nicht das Beste für Corinis. Dieses Gegendere hilft uns doch nicht weiter, ein normales und gemäßigtes Leben mit netten, grillabenden und schönen Kreuzfahrten entlang der südlichen Inseln zu fahren. Wir als gemäßigte Patrioten müssen in dieser Zeit die Stimme der Vernunft sein. Ein ordentlicher Sozialstaat.
Eine funktionierende Demokratie. Das ist das, was unsere Insel braucht. Und nicht irgendwelche Hirngespinste von irgendwelchen Gendern. Wir fahren unseren Kurs und irgendwann wird sich schon die Vernunft einstellen. Eine Vernunft, mit der wir alle ein gemäßigtes bürgerliches Leben führen können. Mit Rente und einem guten funktionierenden Sozialstaat. Dafür steht die Alternative für Kovinis. Oh Mann, scheiße. Jetzt sitze ich hier in der Zelle. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für meine Schafe. Ich bin doch nicht homophob. Oder? Bin ich vielleicht homophob? Lord Hagen sagte, in uns allen wartet ein versteckter Rassist, Transphob, Homophob, besonders in uns weißen Lutanern. Vielleicht hat er recht. Aber meine Schafe, sie können doch nichts dafür. Ich bin kein Rassist. Ich bin nicht homophob. Kein Rassist. Kein Fascho. Kein Fascho. Kein Fascho. Tolerant und weltoffen bin ich. Ich will es sein. Tolerant und weltoffen. Tolerant. Niemals ewig gestrig. Tolerant. Tolerant.